schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte mal was wirklich Kürzeres machen, und zwar mir ist so die letzten Wochen Stück für Stück natürlich aufgefallen, dass sich hier in Kamala dann doch einiges bewegt im Gastronomie- und Dienstleistungsgewerbe. Also da gibt es doch einige Optimisten noch, die an den Aufschwung wieder glauben. Ich persönlich glaube ja auch dran. Es wird halt noch Jahre dauern, 2, 3, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss jetzt sowieso gleich mal Laugenbrötchen und Schweine mit bestellen gehen. Da nehme ich euch mal mit, und indem dass wir durch die Straßen fahren, achte ich mal drauf und stelle euch mal ganz kurz neue Projekte vor. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, dann fangen wir mal in der Bummelgasse an. Höhe Prinzess Kamala Hotel. Schwenken wir mal. Hier haben sie noch ein kleines Kaffee- und Eisdeal aufgemacht. Schauen wir mal. Hier war vorher so ein kleines Souvenirgeschäft, wo es die wasserdichten Bags gibt und Schwimmringe und Touristen andenken und. Das ist jetzt neu. Direkt nebenan das Eis-Seafood-Lokal. Das gab es vorher natürlich auch schon, aber die haben jetzt total neu renoviert, also Innenraum. Haben sie ein bisschen umgestaltet, sind also auch bereit für den nächsten Tourismus. Dann haben wir ein paar Meter weiter neben dem Optiker jetzt das Cocorico Beach Restaurant Bar. Thai Food und French Food ist auch ganz neu. Da haben sie jetzt die letzten 2, 3 Wochen die ganzen Innenräume total neu umgestaltet. Schauen wir mal, wenn sie aufhaben. Hier haben wir das Pacotto. Das ist ein Bekannter von mir, ein Osteuropäer. Das gibt eine Eisdiele. Ich weiß nicht, ob im europäischen Sinne oder nicht. Lassen wir uns auch mal überraschen. Ja, ihr habt es vielleicht schon erkannt. Lucky 13 hat jetzt auch geschlossen, kommt ein neues Thai Food Restaurant rein, auch mit Breakfast. Ich bin hier gerade in der alten Küche, gehen wir mal kurz schauen. So sieht dann das neue Mobiliar aus. Also, hier wird dann auch bald eröffnet. Schauen wir dann mal rein. Tja, das Seafood gegenüber der Schule gibt es noch. Keine Panik, hier gibt es noch gutes Essen. Ich wollte es aber nur kurz zeigen, weil die haben auch ihre Terrasse erweitert. Gut, das ist jetzt schon 5, 6 Wochen her, aber ich bin gerade auf dem Eck. Ja, Banana Bar. Hier ist auch einiges passiert die letzten Tage. Hier wurde neu gestrichen, neu renoviert, Innenraum und alles. Also den alten Pächter, den kenne ich ja. Der hat jetzt wirklich nach 1,5 Jahren aufgegeben. Also er ist nicht im Ruin, aber er sagt zu lang, der hat keine Lust mehr. Mal gucken, was da passiert. So, dann sind wir jetzt in der Hauptstraße. Hier gibt es das Dim Sum Café. Vietnamesische Spezialitäten.
So, hier am Eck wurde jetzt auch renoviert. Ich komme mir mal ganz auf den Namen, ganz beruhigend. Bin ich tausendmal vorbeigefahren, aber ich selbst bin ja kein Bargänger. So eine Art Kontaktbar, ne? Gegenüber vom Biergarten. Ich glaube, Cats hieß es. Ja, das heißt dann in Zukunft Devil's Bar. Vor lauter Filmen hätte ich fast das Bestellen vergessen. Wir wollten ja noch Laugenbrötchen haben morgen, ganz frisch aus dem Ofen. Das machen wir mal flott. So, jetzt sind wir bei der Brezelfabrik. Brezelfabrik ist gleichzeitig mein Laugenbrötchen-Dealer. Den wir mal bestellen für morgen. Hallo, morgen. Hallo, morgen. Hast du 8 Brötchen für mich für morgen? Laugensemmel, wie immer. Ja, super. Dankeschön. Ciao, ciao. Marge, danke, danke. Also, so flott und unkompliziert geht das in der Brezelfactory. Dann haben wir hier noch das Kebabhaus. Das kennt ihr ja schon von ein paar Filmen als Baustelle. Jetzt hat es geöffnet, seit ungefähr ja, knapp 1,5 Wochen. Ich war einmal kurz da, habe zumindest mal die Pommes frites probiert. Die waren lecker. Anscheinend frittiert er die zweimal. Also ich glaube, der weiß, was er tut. Heute Abend ist mal Döner dran. Ist halt auch hier in der Hauptstraße, ne? Wisst ihr ja schon. So, dann sind wir mal noch beim Olala reingefahren. Dann gibt es hier einen neuen Barbershop. Also als ich selbst noch zum Barbier ging, im Touristenviertel 220, 240 Baht, hier 80. Und direkt nebendran haben sie auch neu aufgemacht. Dann auch wieder so ein kleines Thai-Restaurant, ne? Da könnt ihr dann auch von hier für Takeaway. Ganz lieb, ganz freundlich, haben auch neu aufgemacht. Drücken wir auch denen die Daumen. So, jetzt sind wir genau gegenüber vom Come-In. Das hat auch ein Deutscher, heißt auch Thomas. Da gehen wir jetzt mal noch unser Schweinemet bestellen. Ja, hier drin im Schatten ist doch angenehmer. Ist nicht heiß draus, wir sind es ja gewohnt, aber Schatten ist immer angenehmer. Jetzt auch Ventilator. Hier bestellen wir jetzt mal noch unser Schweinemet und dann gehe ich mal heim frühstücken. Ich habe jetzt schon so viel gutes Essen bestellt und gekauft heute. Ich bekomme Hunger. So, ist das auch erledigt. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch heute. Wie schon erwähnt, ich gehe jetzt heim frühstücken. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wisst ihr, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Ne? Bis bald!